Und da wären wir wieder bei unserem Lieblingshändler. Unterwegs habe ich mir noch ein, zwei Sachen überlegt. Und zwar sollten wir für Minsk auf jeden Fall auch noch ein Schild kaufen. Und für Jahira. Also für Jahira sowieso, weil sie kann ja ein Schild tragen, obwohl sie die Schleuder und die Keule benutzt. Und für ihn, obwohl er es eigentlich nicht benutzen kann, weil er eine Zweihandwaffe trägt, aber für solche Kämpfe wie eben, wo extrem viele Bogenschützen dabei sind, kann er die Hellebarde einfach fallen lassen oder in den Inventar verstauen und eine Einhandwaffe nehmen und das Schild dann, weil dann stirbt er nicht ganz so schnell. So, aber jetzt wollen wir erstmal die Sachen verkaufen. Du hast wie immer nichts. Das willst du behalten. Das kann weg. Das kann Freundschaft. Freundschaft war ein recht praktischer Zauberspruch. Der erhöht nämlich die Gesinnung. Und dadurch werden die Preise besser. Also wenn wir mal was Großes zum Verkaufen haben, sollten wir das vorher sprechen. So. Die Haarzöpfe nimmt er leider nicht. Das ist ärgerlich. Aber was soll's. Ein normales Schild für ihn. Ein normales Schild für dich. Du brauchst normale Pfeile. Wir haben zwar recht viele magische, aber die wollte ich eigentlich auch bewahren. Den Rest können wir bei den Kriegern im Köcher verstauen. So, ist immer gut, ein paar Vorrat zu haben. Und ihren Köcher benutzen sie ja eh nicht. So. Schauen wir doch mal. Genau. So, also ich rüste die jetzt zu Ende aus. Und danach mache ich mich wieder auf den Weg zurück in das Waldgebiet von eben. So, da wären wir wieder in Larswood. Hier unten war der Überfall, ne? Ah, schaut aber nicht so aus, als wenn die Ausrüstung noch da wäre. Mal schauen wir nach. Hier müssten ja eigentlich schon Banditen rumliegen. Ne, alles ist weg. Schade, schade. Na gut, aber jetzt sollten wir wieder vorsichtig sein. Denn wenn so ein Kommandant hier sich schon sein Unwesen treibt, könnte hier gut so ein kleines Zwischenlager sein, das ich vorhin erwähnt hatte. Oder zumindest jemand anders, der uns sagen könnte, wo wir zum Hauptlager kommen. Oder der Notizen hat, wie wir zum Hauptlager kommen. Ich denke nicht, dass ein Bandit uns das freiwillig sagen würde. Auch wenn wir uns theoretisch einfach einen von den einfachen Banditen schnappen könnten und ihn so lange schütteln, bis er uns sagt, wo das ist. Aber na gut. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Rollenspiel. So. Bisher ist alles ruhig. Ja, genau, bisher ist alles ruhig. So, alle auf den da. Ja, schön, Geogun wird noch angegriffen. Der hält das aus. Du lenk nochmal den da hinten ab. Wir wollen keine Fernkämpfer. So, und jetzt alle auf den da. Ah, jetzt werden sie müde. Das ist echt schlechtes Timing. Heil dich mal. Gehen wir hier, legt mal einen Zahn zu, was Schaden angeht. Und gleich nochmal. Der wird sterben. Oh, schick. So. Und ihr beiden auch auf den. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, die zwei magischen Geschosse bringen schon echt viel. Ich kann es kaum abwarten, bis sie drei oder vier davon hat. So. Ja, ihr seid alle müde. Ich hab's mitbekommen. Außer Gerogon, der hat noch nicht gemeckert. Aber es kommt bestimmt noch. Ja, sag ich ja. So, nee, nee, du fliehst mir nicht. Hast noch ein Geschoss? Ach, natürlich nicht. Nicht in einen Hinterhalt laufen, nicht in einen Hinterhalt laufen. Okay, alle zusammen. Schauen wir mal, ob er wiederkommt. Und so lang gucken wir, was die bei sich haben. Aber ja, ist immer das Gleiche.
Keine Notizen, keine Habeschö. So. Schauen wir mal, wo abgeblieben ist. Da ist er. Schleichen uns ran und alle schießen auf einmal. Und. Na komm, nicht weglaufen. Ja, na also. So, den nehmen wir auch noch mit. Das Gold auch. Wir haben sogar noch ein, zwei Heils, aber. Sogar drei, vier. Aber trotzdem müssen wir erstmal rasten. Kurz zwischenspeichern. Und ausruhen. Oh, schön, schön. So, dann. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Schauen wir mal da lang. Wie viele Banditen wir jetzt eigentlich inzwischen schon umgebracht haben? Und wie viele können das sein? Also an die 100? Na okay, 50 oder so werden es bestimmt schon gewesen sein. Es ist ein kleines Dorf. Naja. Oh, kommen wir hier gar nicht durch? Ne, sieht nicht gut aus. Aber das könnte bedeuten, dass hier irgendwas ist, wenn sie einen Zugang absperren. Schön sammeln und dann. Oh, das ist nicht so gut gewesen, dass Immun vorläuft. Was habe ich noch gesagt zum vorsichtig sein? So, alle auf die Düne hier gleich zaubern. Ah, du hast kein Schwert, das ist nicht gut. Und das Inventar macht keine Pause. Ja, dann schlag halt mit den Fäusten auf den einen. So, Georg und du lenkst den da hinten noch ab. Ihr geht alle auf den. Irmoin auch. Dünner hier neuen Zauber. Und du kommst mal hier und kannst gleich heilen. In der Zwischenzeit machst du ein Flammenschwert. So. Du gehst auch mal auf den. Alle auf den. Wer kriegt Schaden? Bisher nur Georgon, ne? Und Kalt müsste eigentlich auch Schaden bekommen, aber wenn er mit einer Faust kämpft, dann kriegt er keinen Schaden. Das macht Sinn. Wenn er im Schwert rumläuft, ist er immer als erstes tot. So. Ihr beiden geht auch auf den. Und der flieht. Na gut, lassen wir ihn fliehen. Alle auf den. Keine Freunde. Warum fliehen die alle auf einmal? So, Dünner hier, magisches Geschoss hinterher. Ja, so. Und der andere. Wo ist der andere? Nicht gut. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Ah, bei der da. Okay, bisher keine anderen Banditen, das ist schon mal gut. Was war das? Egal. Einsammeln und gut ist. Du schaust nochmal die anderen beiden Leichen an. Oder drei? Oh, der hat gerade gezuckt. Das ist irgendwie makaber. Was? Wo mag den Pfeil? So. Wie sieht's mit Heilzaubern aus? Ja, ein für dich, ein für Immun. Geschosse haben wir leider keine mehr. Aber bisher läuft's ja ganz gut. Also langsam Schritt für Schritt vorwagen und abspeichern. Könnten wir das hier schaffen? Aber ich habe das echt nicht so hart in Erinnerung. Vielleicht, weil ich das Addon installiert habe. Oh, das sieht aus wie die Untoten vorhin. Was ich gerade sagen wollte, vielleicht, weil ich das Addon installiert habe, gibt es hier schon schwierigere Gegner. Da bin ich mir nicht sicher. So, ominös, ominös.
aus wie ein Altar. Also ein unfertiger Altar, aber... Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ihr arroganten Narren, ihr kehrt zu dem Blutbad zurück, für das ihr verantwortlich wart. Nein. Euer Blut wird den Boden tränken, bevor ich einen von euch erlaube zu gehen. Ich werde den Tod meiner Brüder rächen. Ja, nee. Wovon redet ihr? Wir haben niemanden getötet. Ich glaube, ihr seid etwas verwirrt. Vielleicht solltet ihr euch beruhigen, damit wir herausfinden können, wer tatsächlich eure Brüder getötet hat. Bildet ihr euch eigentlich ein, dass ich eure Ausrede glaube? Ich weiß genau, dass, was ihr alle seid. Mögt ihr und eure treulosen Gefährten vom Zorn des Mala zerstört werden. Ja, komisch, aber gut. Ein Bär, noch ein Bär. Oder ihn zuerst. Ich denke mal, ihn sollten wir zuerst ausschalten. Wenn er wirklich ein Druide ist, kann er gefährlich werden. So, segnen wir mal. Rauf da, rauf da. Er hat immer noch kein Schwert. Das hätte ich mal ändern sollen. So. In der Zeit ist der Bär angelaufen. Ja, kann man nicht viel machen. Einfach alle auf ihn. Und hoffen, dass die Bären nicht allzu viel Schaden anrichten. Obwohl, er kann auch Tiere beschwören, ne? Oder bezaubern. Probier mal, den Bär da abzulenken jetzt. Ob du das mit deinem Hamster machst oder nicht, ist... Hat der Hamster gerade gepfiffen? Aber hat er wohl resistent... hat er sich wohl gegen gewehrt. Das wäre cool gewesen. Was macht er denn da? Na gut, die Bären müssen auch sterben. Shahira? Nicht im Nahkampf mit den Fäusten gehen. So. Minsk. Noch sitzt. Ne, im Abstand. Okay, Shahira heil ihn mal. Gerogon auch. Nein, nicht Schutz vor Bösen. Heilung. So, und alle auf den darauf. Und du da kannst uns hoffentlich erklären, was hier gerade passiert ist. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Ich will mich für Osmades Verhalten entschuldigen. Er hat nach dem, was sich hier vor einigen Tagen zugetragen hat, den Verstand verloren. Eine Gruppe von Räubern, die sich die Kalte Hand nennen. Das könnten diese besonderen Räuber sein, die uns überfallen haben andauernd. Sind während unserer Arbeit an diesem Schrein in unser Lager eingedrungen. Sie haben alle getötet, die ihnen über den Weg liefen. Und unter den Opfern befanden sich auch einige der engsten Freunde aus Mardis. Warum habt ihr uns aus Mardis angreifen lassen? Es scheint, ihr kanntet ihn gut. Ihr seht beide wie Druiden aus. Das stimmt, wir haben uns wirklich sehr gut gekannt. Doch man konnte nichts tun, er hatte den Verstand verloren. Ihr könnt das sicher verstehen. Manchmal hat man einfach keine Wahl. Ja, nee, das klingt ein bisschen komisch. Haken wir mal nach. Es ist schwer zu glauben, dass ihr ein Leben so bereitwillig abschreiben wolltet. Kommt schon, es muss eine andere Möglichkeit gegeben haben. Ich hatte keine andere Wahl. Wie oft muss ich das denn noch erklären? Lasst mich jetzt bitte allein, dass ich meinen Gefährten in Ruhe begraben kann. Also er ist euer Gefährte, das ist äußerst seltsam. Ich kenne nicht sehr viele Leute, die so weit gehen würden, ihre Gefährten umzubringen. Ich habe niemanden ermordet. Doch eigentlich schon, weil er hätte, wie gesagt, seinen Freund davon abhalten können, uns anzufallen. Da hätten wir uns nicht gezwungen gesehen, uns zu verteidigen. Aber er hat nichts dergleichen gemacht. Er hat auch nicht irgendwie erklärend eingeworfen, was da jetzt vor sich geht oder so. Er hat einfach hinten gestanden und... Okay, er hat die Bären angegriffen. Aber, nee, das glaube ich ihm nicht. Ich habe das getan, was sein musste. Ihr könntet jetzt alle tot sein, wenn ich nicht geholfen hätte. Lasst mich in Ruhe. Du hast nur mit deinem Stock auf den einen Bären eingeschlagen, übertreib nicht.
Ich glaube, ihr lügt. Ich glaube, ihr wolltet, dass wir euch helfen, ihn zu töten. Ihr seid ein gemeiner Mörder. Ihr habt recht. Okay, er gibt's wenigstens zu. Ich habe zum Töten von Osmadi eure Hilfe gebraucht. Vielen Dank dafür. In einer Sache hattet ihr aber Unrecht. Ich bin kein gewöhnlicher Mörder. Ich bin ein Schattendruide. Ich habe Osmadi und seine Gefährten vergiftet, damit wir uns von diesen Schwächlingen befreien konnten. Nun dürfte es uns nicht mehr schwerfallen, uns dieses Land zu eigen zu machen. Leider wird es hier aber keinen Platz für sich einmischende Stadtbewohner geben. Ihr werdet jetzt die volle Kraft der Natur zu spüren bekommen, wie nur ich sie heraufbeschwören kann. Auf Wiedersehen. Oh,